Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe. Die Videos gehen jetzt über 2 Wochen. Also ich denke, dass es etwa 10 Videos werden, 10 kurze. Und das Thema ist Softwarearchitektur. Softwarearchitektur ist so ein möglicher Karrierepfad, den Sie ergreifen können. Also gucken wir uns mal an, was brauchen Sie denn oder wozu brauchen Sie überhaupt Softwarearchitektur? Normalerweise starten Sie ja mit Problemen, die ein Mensch alleine nicht lösen kann. Und die Sachen sind häufig komplex. Also eine Aufgabenstellung vom Kunden, das 300-seitige Fachkonzept, der PowerPoint-Foliensatz oder das YouTube-Video, was Sie in Software umsetzen sollen. Das ist meistens intellektuell recht groß und Sie müssen dieses große Problem in kleinere, beherrschbare zerlegen und das machen Sie natürlich auch mit der Strukturierung in Komponentendienste oder andere Dinge. Und deswegen ist Softwarearchitektur ein Vehikel, um diese Komplexität für Sie beherrscht zu kriegen. Und das ist gleichzeitig auch eine Unterstützung fürs Projektmanagement, denn wenn Sie es schaffen, ein großes Problem in kleine zu zerlegen, können Sie auch die kleinen Probleme dann Teilteams oder einzelnen Mitarbeitern geben, sodass die Softwarearchitektur Sie in die Lage versetzt, einen Projektplan gescheit zu erstellen oder eine gescheite Aufwandsschätzung zu machen. Also Softwarearchitektur ist Unterstützung fürs Projektmanagement. Sie tun sich natürlich leicht, wenn Sie mit Stakeholdern kommunizieren wollen. Sie können ein Bild der Software malen, wenn die Software selber noch nicht da ist. Also so diese Custom-File-Diagramme oder UML 2.0-Diagramme, die Sie häufig von Softwarearchitekturen sehen, das kann man so als Bild des Software-Systems, was nachher geplant ist, zeigen. Und auch da können Sie Teile des Systems verorten. Es gibt sozusagen einen Kasten für Kundenverwaltung, einen für Kontoverwaltung und da kann man zeigen, sehen Sie hier, die Komponente bauen wir gerade, aber nicht die. Oder die Komponente ist groß, die ist klein, wollen Sie das so haben? Also Kommunikationsmittel. Qualitätsmerkmale, das ist eine ganz häufig genannte Anforderung an Softwarearchitekturen, dass der Architekt, die Architektin dafür sorgen soll, mit dem Team oder das Team soll insgesamt über die Architektur dafür sorgen, dass die Qualitätsmerkmale der Software stimmen. Beispiel wäre, dass die Antwortzeiten und der Durchsatz passen, dass das System vielleicht skalierbar ist, also falls sich die Last verdoppelt, dass sie irgendwie reagieren können und von mir aus die Server auch verdoppeln können. Oder die IT-Security, dass sie das System so bauen, dass die Angriffsfläche kleiner wird. Also Architektur als Mittel, um die Qualitätseigenschaften abzusichern. Kosten und Termine sind auch ein wichtiger Faktor, wird gerne mal vergessen, denn als Architektin oder Architekt oder im Team treffen Sie eine Entscheidung, machen wir dieses Framework oder jedes Framework oder bauen wir das selber oder kaufen wir das von irgendwoher zu. Und das sind natürlich alles Sachen, die auf die Erstellungskosten durchschlagen. Wenn ich es zukaufen kann, muss ich es nicht selber bauen, jetzt kann der Zukauf oder das selber bauen teurer oder billiger werden. Auch das Framework, was Sie verwenden, kann durchaus über die Kosten entscheiden und auch die Langlebigkeit. Vielleicht springt das Framework-Bauteam nach 2 Wochen ab und Sie müssen das Framework selber pflegen. Das wäre natürlich schlecht. Vielleicht ist das eine Framework aufwendiger zu machen wie das andere, also dass Sie, dass das Entwicklungsaufwand größer ist bei dem einen oder dem anderen. Also Softwarearchitektur auch ein Vehikel, um Kosten und Termine mitzusteuern und auch Risiken abzufedern. Komme ich aber nachher noch im Foliensatz dazu. Langlebigkeit sicherstellen, klar, das wollen Sie immer und das wollen wir auch schon seitdem es IT gibt, dass wir langlebige Systeme bauen wollen. Softwarearchitektur kann dann Beitrag leisten, indem Sie zum Beispiel sauberen Komponentenschnitt machen und einzelne Komponenten austauschbar und separat deploybar machen, sodass man Fehler in Systemteilen einzeln behandeln kann. Oder dass Sie sowas wie eine Variabilitätsanalyse machen, sagen, was sind die wahrscheinlichsten Änderungen und dann kapseln Sie die in einzelnen Komponenten, Subsystemen, Modulen weg. Was früher sehr populär war, so in Richtung Model-Driven Architecture, das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund geraten, ist so eine Art Architektur, so, also auch UML-Diagramme als Basis für das Generieren Ihres Systems, also UML-Diagramm rein, Java-Code raus. Das ist in der Java-Welt, soweit ich das überblicke, nicht mehr der Fall. Also es gibt so ein paar Ansätze, sowas wie Sie erzählen, J-Hipster beispielsweise, das logische Datenmodell und dann kommt da im Prinzip Ihre Java-IE-Applikation inklusive Client und Server raus. Also das gibt es noch, also dieser Datenmodell als Basis der Grundlage, Basis der Generierung, aber das müssen wir sich auch noch drüber streiten, ob das jetzt zur Architektur gehört oder nicht, das logische Datenmodell. Sehr verbreitet ist dieser Generierungsansatz im Bereich der eingebetteten Systeme, also endliche Automat rein, C-Code für Steuergerät raus. Also da kann man drüber reden. Aber so dieses Model-Driven Architecture, dieses Model-Drivenness ist im Bereich der Systeme, um die ich mich kümmere, eigentlich gerade kein besonderes Thema mehr.
Und vielleicht schafft man es sogar, auch das ist immer so ein beliebtes Argument für jede neue Technologie, dass man Komponenten wiederverwendbar macht. Auch dafür, da kann die Architektur natürlich einen Beitrag leisten, indem man die Komponenten so schneidet, dass man vielleicht Elemente hat, die man wiederverwenden kann. So, vielleicht kurz nochmal zur Eingrenzung. Wo kommt Softwarearchitektur vor? Erstens, wir haben jetzt bisher mit User Stories oder dem logischen Datenmodell sowas erstellt, was man früher in so ein Spezifikationsdokument reingeschrieben hat. Das hieß Pflichtenheft oder Fachfeinkonzept oder Fachkonzept oder Spezifikation. Und in dem Dokument oder in diesem ganzen Modell legen wir fest, was das System für den Kunden tun soll. Also das ist aus der Sicht der Anwender geschrieben und wir erfahren damit, was das System leistet im Sinne von Erfüllung eines betriebswirtschaftlichen oder anderen Zieles für unsere Personas oder für unsere Stakeholder. Also am Ende haben wir jetzt relativ lange und ausführlich funktionale Anforderungen geschrieben und wir haben uns mit Randbedingungen beschäftigt und Qualitätsanforderungen erhoben. Das, was wir erstellt haben, viele Dinge, also sowas wie Wireframes, Datenmodelle und so weiter, das sind eigentlich alles Sachen, die von außen sichtbar sind im System. Das war eigentlich für die Leute, die es benutzen sollen, das System, für die Entwickler und fürs Management, dass sie eine Vorstellung haben, was sie nachher kaufen, sozusagen. Wir gehen jetzt oder beschäftigen uns jetzt mit der Phase. Früher war es tatsächlich eine eigene Phase in wasserfallartigen Prozessen. Jetzt taucht das so implizit auf. Man darf es aber nicht vernachlässigen. Also insofern sollte man das schon als eigene Tätigkeit wirklich auffassen. Das ist das Thema Konstruktion oder die Befassung mit Softwarearchitektur. Und da legen wir fest, wie das System die Anforderungen erfüllen soll. Vielleicht haben Sie es jetzt schon gesehen in verschiedensten Wahlpflichtmodulen, die Sie so belegt haben. Sie können ja dasselbe Kundenverwaltungssystem in .NET bauen, Sie können es in JavaScript bauen, Sie können es in Java EE bauen. Sie können überlegen, machen Sie es on-premise oder in der Cloud. Soll die Oberfläche als Web-Applikation sein, als PWA gebaut sein, als Native iOS-App mit Swift gebaut sein. Das heißt, Sie können dieselben fachlichen Anforderungen mit einem Wust, einer Unterschiedlichkeit von verschiedensten Technologien hinstellen und Sie können das Ganze sehr fein dekomponieren in Richtung Microservices oder einfach einen großen fetten Klotz und so einen schönen Monolithen bauen. Also und in der Konstruktionsphase überlegen sich halt, wie sie die Fachanforderungen umsetzen wollen. Und also wir kümmern uns jetzt sozusagen um die innere Sicht des Systems. Also das heißt, jetzt machen wir mal die Schale ab und machen jetzt sozusagen Whitebox, schauen in die innere technische Struktur rein. Und das ist natürlich vor allem gedacht für den IT-Betrieb, dass die wissen, wo sie was hin installieren sollen. Für uns, wenn wir uns mal als Architektinnen oder Architekt auffassen oder für die Entwickler natürlich. Aber eben nicht mehr für die Anwender. Denen ist das wirklich wurscht. Die haben hoffentlich keine Ahnung von dem, was wir dann in der Innensicht machen. Und wie gesagt, wir verfeinern das Ganze jetzt Schritt für Schritt von, wir haben ein grobes Konzept, wie wir es auf die Tiers verteilen und wissen grob, welche Frameworks wir haben wollen, bis hin zum Design von vielleicht einzelnen kritischen Klassen sogar, je nachdem, was sich halt in dem Kontext anbietet. Man kann grob unterscheiden noch zwischen zwei Arten von Konstruktion. Das ist sozusagen so eine fachliche Konstruktion. Beispielsweise würden Sie Ihr System zerlegen in grobe fachliche Subsysteme. Kommt im Laufe dieser Videoreihe nochmal genauer. Also Sie nehmen zum Beispiel logisches Datenmodell, versuchen so zusammenhängende fachliche Elemente zu identifizieren und machen dann daraus Subsysteme und legen von diesen Subsystemen die Außenschnittstellen fest. Das ist also was Fachliches. Wenn Sie eine Unity-Anwendung bauen würden, wären das vielleicht die Räume, die Sie definieren würden. Also fachliche Brocken, die aus der Sicht Ihres Anwenders vielleicht sogar einzelne Elemente darstellen. Und davon muss man unterscheiden die technische Konstruktion. Das heißt, das ist ja der Teil, wo Sie jetzt festlegen, wie sollen diese Dienste erbracht werden. Das heißt, überlegen sich, welches Datenbankmanagementsystem tun Sie darunter. Ne? Ist das eine NoSQL-Datenbank oder doch was Relationales? Oder machen Sie es vielleicht mit Dateien oder mit einer Queuing-Middleware? Könnte ja auch sein, dass das Sinn macht. Oder Sie legen fest, welche Frameworks Sie verwenden. Jetzt nehmen wir lieber Angular oder React oder doch Vue.js. Machen wir eine PWA oder machen wir es doch irgendwie mit Ionic als Native App. Also der Raum der möglichen Lösungen für technische Infrastruktur ist ja extrem groß. Sie legen die Grobstruktur des Systems fest, also auf welche Tiers verteilen Sie das System, also welcher Teil läuft auf dem Smartphone, welcher Teil läuft in der Cloud, wie viele Rechenräume brauchen Sie, reichen Ihnen Client, Anwendungskern und Datenbank-Backend
Oder wollen Sie es ein bisschen stärker aufteilen? Wollen Sie den dicken Monolithen bauen? Oder machen Sie lieber einzelne Microservices? Also das eine ist nicht besser als das andere, sondern das eine oder andere passt für Ihr Team oder für den fachlich-technischen Zusammenhang besser. Was Sie noch festlegen müssen, zwingend, ist die Softwareentwicklungsumgebung. Haben wir schon lange festgelegt, aber doch mal zur Wiederholung. Das heißt, Sie sagen, Sie wollen das Ganze bauen, aber bitte mit Gradle und eben nicht mit Maven zum Beispiel. Sie sagen, naja, wir nehmen GitLab her und verwalten da unsere Fehler da drin. Wir legen fest, wir machen TypeScript, weil uns JavaScript nicht typsicher genug ist. Wir legen also alle Elemente fest, die uns helfen, die Software jetzt tatsächlich zu coden. Wichtig ist, dass Sie das festlegen, natürlich bevor Riesenmengen Code entstanden sind. Und Sie einigen sich natürlich, das hatten wir jetzt schon mehrfach auch unter der Überschrift Definition of Done, auf Codierrichtlinien. Zum Beispiel wollen Sie die Java Coding Conventions einhalten oder Sie wollen sich an irgendwelche Regeln im .NET-Umfeld halten, die Microsoft Coding Guidelines für C-Sharp beispielsweise. Also all das müssen Sie festlegen. Also das kann man so ein bisschen vergleichen mit der Infrastruktur, die sich über sozusagen die gesamte Software erstreckt, inklusive auch Berechtigungssystem und Logging und so weiter. Und man kann es jetzt hier auf der einen Seite ist es ja so ein bisschen dargestellt mit das fachliche Konstruktion ist wie so ein Stadtplan, wo ist welcher Stadtteil und so weiter. Und die technische Konstruktion durchzieht jetzt diesen Stadtplan mit Stromnetz, Wassernetz und so weiter. Also das heißt, technische Konstruktion wäre alleine sinnlos. Erst mit der fachlichen Konstruktion macht Sinn und die technische Konstruktion erweckt die fachliche Konstruktion zum Leben. So, letzte Preisfrage, die ich hier noch mal kurz stellen möchte, ist: Für wann zum Henker beschäftigen Sie sich denn mit dem Thema Softwarearchitektur? Und da gibt es ein sehr schönes Paper, das ich immer noch für aktuell halte, vom Dirk Taubner. Der ist, glaube ich, inzwischen Vorstand bei der MSG AG und Dirk hat das damals so aufgeschrieben. Und am Anfang des Projektes, überlegen Sie, also hier ist sozusagen die Zeitachse, die hat er hier irgendwie vergessen. Und am Anfang des Projektes machen Sie einen großen Block, er hat das T-Stufe getauft, in so einer SCM-Nomenklatur damals. Und dieser T-Stufe machen Sie erste Architekturentwürfe. Und dann machen Sie verschiedene A-Stufen. Also A-Stufe ist im Sinne von Sie coden fachlichen Umfang. Also bauen jetzt sozusagen einen von unseren Sprint, zum Beispiel der Wachstumssprint, könnte so eine A-Stufe sein, wo Sie sozusagen definierten Funktionsumfang umsetzen. Und auch in so einer A-Stufe haben Sie so eine Konstruktionsphase drin. Da überlegen Sie sich halt, welche fachlichen Elemente haben Sie, wie ist das Datenmodell, eventuell designen Sie das da erst, welche besonderen Schnittstellen sind zu bedienen und so weiter. Also haben Sie im Prinzip zwei Stellen, wo es ums Thema Architektur, Struktur der Software geht, am Anfang des Projektes, wo Sie so die Grobarchitektur, den Rahmen festlegen und die Details kommen dann sozusagen für jedes fachliche Subsystem oder für jedes Cluster an Anforderungen, das Sie umsetzen. Nochmal zur Wiederholung, also in der T-Stufe bauen Sie zum Beispiel einen technischen Durchstich und überlegen sich die Softwareentwicklungsumgebung, all diese Dinge, also quasi das, was wir im explorativen Sprint alles entschieden haben. Also T-Stufe gehört in den explorativen Sprint in unserer Begriffswelt. Und Sie haben aber trotzdem noch so eine Art Wasserfall-Phasen-Dings, wo Sie also in jeder einzelnen Stufe oder in jeder Iteration neben Sprint doch nochmal über Konstruktion nachdenken, aber natürlich auch über Test und andere Dinge. Also zwei Stellen Architektur im Prozess. Auf der Folie steht eigentlich der wesentliche Teil, was Architektur ist, nämlich die Menge von Designentscheidungen, die, falls Sie die falsch getroffen haben, das Projekt zum Abbruch bringen. Also das heißt, wenn Sie falsch treffen, die Architekturentscheidungen, wird es zu teuer oder Sie können die Qualitätsanforderungen nicht erhalten. Neben der Definition von Rosensky und Woods, die ich eigentlich sehr treffend finde, die bringt es eigentlich auf den Punkt, gibt es natürlich noch unendlich viele weitere Definitionen des Begriffes Softwarearchitektur, unter anderem die vom Software Engineering Institute, die ich später noch bringen werde. Es gibt eine Norm zum Thema Softwarearchitektur oder wo Softwarearchitektur drin vorkommt, das ist die ISO 42010 aus dem Jahr 2011. Das ist die ehemalige IEEE 1471, Recommended Practice for Architectural Description of Software Intensive Systems. Und die definieren Architecture of a System, Fundamental Concepts or Properties of a System in its Environment, Embodied in its Elements, Relationships and the Principles of its Design and Evolution.
Die Definition ist ein ziemlicher Hammer und man muss sie jetzt eigentlich mal genauer zerlegen, um zu sehen, was bedeutet das eigentlich. Klingt irgendwie total plausibel, aber ich habe jetzt insgesamt 5 Anläufe gebraucht, um das jetzt in diesem Video zu erklären. Wenn man das Ding mal zerlegt, die Definition, Fundamental Concepts or Properties of a System, was sie da mit fundamentalen Eigenschaften des Systems meinen, ist sowas wie, welche Qualitätseigenschaften hat das System? Also welche Performance, also Antwortzeiten, Durchsatz hat es, welche Skalierbarkeit weist es auf, wie wartbar ist es und so weiter. Und Fundamental Concepts of a System, sie designen das System ja nach gewissen Vorgaben. Also man könnte sagen, es gibt so ein gewisses Architekturmuster, was nach dem das System gebaut ist. Also ist das eher so eine Event-Driven Architecture, also redet es komplett asynchron. Haben wir eine service-orientierte Architektur, also ist das Ding gebaut aus einer Menge von irgendwie orchestrierten Services. Ist das eine Schichtenarchitektur? Und natürlich gibt es auch Kombinationen davon. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, also worüber wir uns in Software-Architektur immer Gedanken machen, ist das System mit seinen Bestandteilen. Also das heißt, wir nehmen die große Kettensäge, zersägen das System in einzelne, das können Sie jetzt nennen, wie Sie wollen, die haben sich jetzt hier rausgeredet mit Elements. Man könnte sagen, das System ist strukturiert aus Modulen, aus Komponenten, aus Diensten und so weiter. Das meint alles ein bisschen was anderes. Die Begriffe sind hier hinreichend wischiwaschi. Also da müssen wir jetzt natürlich in diesen Folien jetzt noch ein bisschen Klarheit schaffen, was jetzt genau gemeint ist mit Komponente. Aber so eine Architektur besteht aus Bestandteilen, diesen Elements und ihren Beziehungen zueinander. Also das System ist strukturiert, wollten die Autoren damit sagen. Und es gibt weitere Grundsätze, denen man folgen kann, sowas wie wir wollen Modularität, wir wollen Separation of Concerns und alle anderen, Beispiel Solid-Prinzipien von Onkel Bob, mit einhalten. Also da kann man noch so einen Regelsatz erlassen, wo sich die Entwickler und die Architekten dran halten sollen. Also wo man sozusagen Vorgaben macht, wie das System entworfen und weiter gepflegt werden soll. Das war mal so ein erster Versuch, die Definition so ein bisschen mit Fleisch zu füllen. Ich glaube, im Laufe der nächsten paar Videos wird klarer, was Softwarearchitektur sein kann. Wir folgen in den Foliensätzen und auch so ein bisschen in meiner Vorlesung zu einem gewissen Vorgehensschema und das würde ich gern kurz erzählen. Wir haben es in den ersten Phasen des Projektes oder in dem ersten Sprint jetzt versucht, die Anforderungen besser zu verstehen. Und also wir brauchen eine Anforderungsliste, die so den Teil, den wir gerade bauen, ganz gut umschreibt. Denn sonst können wir keine Struktur bauen, die die Anforderungen erfüllt. Wir brauchen Randbedingungen oder Rahmenbedingungen, die müssen wir wissen. Denn wenn wir Vorgaben haben, zum Beispiel was die Programmiersprache angeht oder das Betriebssystem, auf dem die Software laufen soll, müssen wir es wissen, sonst können wir das System nicht entsprechend entwerfen. Vielleicht hat der Kunde ja schon Vorstellung, welches Framework wir für die GUI verwenden sollen oder wie die GUI ungefähr sein soll, ne? Ist es PWA oder keine? Wir haben Risiken drin. Auch die sind wichtig, dass wir die vorher wissen. Beispielsweise ist jedes Nachbarsystem für uns ein Risiko, weil wir die Nachbarsystem-Schnittstelle eventuell nicht rechtzeitig kriegen. Also müssen wir uns da in der Architektur sagen, einen Schutzmantel zulegen, zum Beispiel indem wir Adapterkomponenten für Nachbarsysteme mit in unsere Architektur reinbauen. Also wenn wir die drei Sachen wissen, können wir überlegen, welche von diesen Informationen sind eigentlich Architekturtreiber. Das sind also, was sind Anforderungen oder Risiken oder Randbedingungen, die unsere Entscheidungen in der Architektur beeinflussen oder sie in eine gewisse Richtung lenken. Also wenn es heißt, macht das in Java, fallen alle Systeme in C# oder PHP natürlich aus für uns. Also Architekturtreiber identifizieren. Dazu kommt gleich das nächste Video auch. Wenn wir das teilweise verstanden haben, wir ein vollständiges Verständnis, werden wir auch noch sehen, es ist eher ein iterativer Prozess. Also das heißt, wir arbeiten uns ein vollständiges Verständnis der Architekturtreiber erst während des Baus oder vielleicht sogar erst während der Entwicklung. Und parallel entwerfen wir die Softwarearchitektur. Also wir überlegen uns, welche logischen Bestandteile haben wir? Wie teilen wir das System in deploybare Komponenten auf? Wie ist überhaupt der ganze Deployment-Prozess geregelt? Welche Datenbanktechnik wollen wir verwenden? Also Entscheidungen treffen wir bei dem Entwurf und der Dokumentation von Softwarearchitektur. Zur Dokumentation mache ich noch ein eigenes kleines Video zum Thema Sichtenkonzepte. Also wie beim Architekten auch, da haben Sie eine Draufsicht und eine Seitenansicht. Solche Ideen verwenden wir natürlich auch im Bereich der Softwarearchitektur. Und was wir parallel auch machen müssen, ist, wir müssen das, was wir uns ausgedacht haben, bewerten. Denn eine PowerPoint-Folie können Sie nicht testen. Also wenn wir unseren Architekturentwurf auf der Basis von Kästen und Pfeilen machen, müssen wir ja früh ein Verständnis davon kriegen, was funktioniert, was nicht. Welche von unseren Entwurfsentscheidungen erfüllen dann wirklich die oben definierten Architekturtreiber?
Und deswegen müssen wir kontinuierlich bewerten. Beispiele für Bewertungen wären, Sie haben sich eine Rahmenstruktur überlegt und dann bauen Sie relativ zügig im Projekt, also in den ersten 2, 3 Projektwochen schon einen technischen Durchstich und bauen mal alles, was Sie sich überlegt haben, prototypisch zusammen. Das wäre ein technischer Durchstich. Oder Sie sind sich bei einer Technologie nicht sicher, bei einem Framework oder bei einer Datenbanktechnik, dann bauen Sie da vielleicht ein Einzelexperiment, um mal zu gucken, funktioniert das so, wie Sie es vermuten. Also Sie bauen so einen Architecture Spike. Also auch das kann man einplanen. Oder Sie machen Architektur-Review. Das wäre ein weiteres Beispiel für den Bewertungsprozess von der Softwarearchitektur, dass Sie einen Experten oder eine Expertin drauf schauen lassen und ihn oder sie nach ihrer Meinung fragen. Irgendwann fangen Sie kontinuierlich an, das Ganze umzusetzen. Also die Grafik ist hier so ein bisschen windschief, denn also beim Entwurf und der Dokumentation und in der Bewertung entsteht ja schon Software, die Sie dann sozusagen stufenweise erweitern. Also es ist nicht so wasserfallig, wie die Grafik vielleicht suggerieren mag. Aber also irgendwann sind Sie so mit dem ersten Entwurf fertig und fangen an, mit mehr Entwicklerinnen und Entwicklern zu coden, Änderungswünsche in den Anforderungen auch mit reinzubauen. Jetzt wird es manchmal gerne vergessen, da ist weiter Architektur zu betreiben. Also dann wird einfach weiter geändert, das System wächst und wächst und wächst. Das wäre ein Fehler, muss man sagen. Sie müssen also immer wieder auch gucken, passt der Code, den Sie gemacht haben, noch zu dem, was Sie in der Architektur überlegt haben. Und Sie müssen weiter überlegen, ist die Architektur in Anbetracht der gewachsenen Anforderungen und der weiteren Anforderungsänderungen, die Sie absehen können, überhaupt noch geeignet? Also möglicherweise gibt es knalle Anforderungen, ein Kollege hat das mal Detonator-Pattern genannt, die plötzlich ihre gesamten Ideen zu Fall bringen, weil plötzlich eine Anforderung da ist, die so mit ihrem System gar nicht mehr umsetzbar ist. Also ist das sozusagen so ein kontinuierlicher, iterativer Prozess, den Sie hier durchlaufen. Und dazu kommen gleich die nächsten Videos.